Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktiv Gaming. Verdammt. Oha. Mitten im Chaos. Ja, wir fangen hier direkt mit einem Tod an. Das schneide ich jetzt auch nicht raus. So, jetzt nochmal von vorne die ganze Aktion. Der Cut war vielleicht ein bisschen unglücklich gesetzt. Dich habe ich. Fang, Kollegen. Daneben. Da hinten ist noch ein Sniper. Okay. Dich habe ich. Zwei Schuss haben wir noch. Und eine Kugel habe ich noch. Zack. So. Tut mir leid für diese miserable Ansage, aber hier ist, wie man sehen kann, oh mein Gott, direkt was los. Links befindet sich, glaube ich, noch ein Gegner. Aber es ist gar nicht so einfach, sich hier der Action gleichzustellen. So. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Granaten nehmen wir mit. Ach, verdammt. Da war ich wahrscheinlich zu voreilig. Oh, das ist aber nett. Wir starten gleich direkt hier wieder. Elena ist jetzt auch mit nach vorne gerückt. Gegner können von allen Seiten kommen. Dort oben sehe ich schon mal einen. Elena kümmert sich um den in der Ecke. Hab ihn. So, Elena, wie sieht's aus? So. Oha. Ja, das tue ich. Du hast mich überzeugt. Die Leiter war, glaube ich, hier oben in der Ecke. Elena, komm schon. Schnell. Hoch mit dir. Mal kurz Popo gucken. Wunderbar. Jetzt wäre ein Snipergewehr nicht schlecht. Ja, ich komme doch schon. Stress mich nicht. Die Laserpointer sind überall. Okay. Wir sollten jetzt versuchen, uns hier langsam vorzuarbeiten. Aber sicher bleiben. So, und nächste Leiter nach oben. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Kloster. Was da auf uns warten wird, man kann es nur erahnen. Wir nähern uns Shambhala immer mehr. Nee, das funktioniert so nicht. Wie soll ich denn da rüberkommen, ohne die runterzuschießen. Wir können jetzt nicht raus. Die Schützen erwischen uns sofort. Hey, ich glaube, da oben ist ein Schütze. Ah. Wie kommen wir denn da hoch? Hoppala. Gut, dass die nicht schießen. Hallo, Nathan, hoch mit dir. Oh mein Gott, das war knapp. Ich wollte schon da an diese drei roten Balken ranspringen. Hab aber gerade noch so die Kurve gekriegt. Okay, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Okay.
Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. 5. Oha. 6. 7. 8. 9. Okay, Laserpointer sehe ich jetzt nicht mehr. Das tut alles ziemlich weh, glaube ich, wenn man eine Kugel in den Kopf kriegt. Okay, weiter geht's. Das Präzisionsgewehr nehmen wir mal lieber mit. Und machen uns jetzt auf den Weg. Nein. Wir gehen mit der Pistole voran. Das ist der Letzte. Wir müssen über die Brücke. Weil wir wissen nicht, was jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite auf uns wartet. Deswegen denke ich, sind wir ganz gut gewappnet. Wir sind ihnen immer näher auf der Spur. Wir müssen uns beeilen. Genau hinter dir. Verflucht. Okay. Das Schöne bei dem Spiel ist, man weiß manchmal nicht, wann ist quasi eine Cinematic-Szene und wann ist Spiel. Das ist wunderschön gemacht. Man kommt immer. Man weiß manchmal nicht, ob man sich schon bewegen kann oder nicht. Hoch. Hoch. Und rüber. Okay. Wir müssen uns vielleicht ein bisschen beeilen, bevor uns die Brücke unterm Arsch wegbricht. Wir versuchen es mal jetzt. Komm schon. Komm, Elena. Dankeschön. Dir überquere ich keine Brücke mehr. Okay. So. Weiter geht's. Okay. Na los, hilf mir mal. Vorsichtig. Genau hinter dir. Wunderbar. Wir kommen näher. Oh nein, ich erinnere mich. Da ist Lazarevic. Aufpassen! Augen auf! Wo ist Chief? Ich weiß nicht. Sie halten ihn bestimmt da oben fest. Ich erinnere mich. Gleich bekommen wir unangenehmen Besuch. Ich weiß noch nicht mehr, ob sie nett oder unnett waren. Kommt doch her! So, du standest mir zu offen. Die beiden gehen auch nicht in Deckung. Das wurde ihnen gerade zum Verhängnis. Da rechts sehe ich noch was. Das ist wahrscheinlich ein Helm. Ja, die Taktik, kurz stehen zu bleiben und zu warten, was passiert, war gar nicht so schlecht. Okay, der hatte eben gerade, glaube ich, schon einen Granatenwerfer. Den werden wir bestimmt uns noch zu unserem eigenen machen müssen. Da unten liegt, glaube ich, auch einer. Da drüben.
weil ich glaube, starke Geschütze sind jetzt gleich sehr wohl angebracht. Na, verdammt. Wir holen uns auch schon mal den ersten. So, zwei Scharfschützen scheinen hier noch irgendwo zu sein. Da oben war einer. Und der nächste ist... Oh, genau, über uns. Das war Glück, dass der Kollege nicht abgedrückt hat. Verdammt, Munition ist alle für die Pistole. Ich möchte den Granatenwerfer noch nicht einsetzen. Deswegen einmal kurz hier hin. So. Komm, Elena, gib mir das Zeichen, dass das alle waren. Komm, Pistolenmunition. Sie muss doch hier irgendwo liegen. Hier wird schon wieder auf uns geschossen. Boah, hab ich mich erschrocken. Wie gesagt, ich möchte Pistolenmunition haben. Den Granatenwerfer möchte ich jetzt ungern aus der Hand legen. Oha. Ich wollte mich eigentlich hier nur an die Wand stellen. Da unten ist Elena. Jetzt sind wir hier eine Etage höher gekommen. Okay. Da oben sind Glocken. In der Mitte... Ah, hier ist Munition. Okay, hier in dem Bereich scheinen wir jetzt alle besiegt zu haben. Jawohl, Pistole. Hier ist eine Kiste. Kann ich weder öffnen noch verschieben. Dann gehen wir mal hier runter zu Elena. Denn da ist eine Tür. Okay, ich schaff's. Okay. Sie hätte ja mal helfen können. Aber das wäre zu viel des Guten gewesen. Okay. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Schergen sich uns stellen. Okay, da können wir sie wieder hochwerfen. Mehr runter, wenn du oben bist. Oh. Oh nein. Natürlich. Ich meinte nicht wörtlich. Oh. Warte, warte. Zurück, zurück, zurück. Extra. Lieferung. Das klappt. Gute Idee. Okay. Aber ziemlich taffe Dame, die gute Elena. Hältst du durch? Ja, süß. Ah, okay. Wunderbar. Na, geht doch. Ein Coop. Oh. Verdammt. Ein Koop-Modus mit Elena wäre auch mega cool gewesen. Wenn man so zu zweit hätte spielen können. Das hätte bestimmt online sowohl auch im Splitscreen bestimmt jede Menge Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch auch gehört habt, aber das hat sich hier gerade schon mal nach Yetis angehört. Okay, den ziehe ich mir runter. Komm, komm dichter, komm dichter. 3, 2. Verdammt. Na, guck mal, wer da guckt.
Das war doch mal gar nicht so schlecht. Oben oder unten lang? Wir gehen mal hier hoch. Hab dich. Jawohl, bisschen Pistolenmunition. Das kann ich gut gebrauchen. Granatenwerfer haben wir noch? Nee, wir bleiben mal bei der Desert Eagle. So, und jetzt müsste hier gleich ein riesiger Vorhof kommen. Wieder mit einer Statue in der Mitte. Jawohl. Oder ist das dasselbe wie eben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Wo geht es hier lang? Elena folgt uns fleißig. Okay, hier wäre jetzt wohl wieder ein Weg nach drüben. Ups. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. Da halten Sie bestimmt Schäfer fest. Ach, Mist. Runter. Oha. Wiedervereinigung heißt das Kapitel. Mit wem werden wir uns wieder vereinigen? Bedeutet das, der Schlüssel im Schlüsselloch heißt, dass Chloe oder Sully werden uns wieder zur Seite stehen? Oder was soll das bedeuten? Ich bin gespannt. Und das bin ich tatsächlich. So, ich habe nur das dumpfe Gefühl, dass ich nicht mehr lange darum herumkomme, mir hier eine andere Waffe zuzulegen. Denn die Munition für die Desert Eagle wird langsam knapp. Nein, hier kommen wir nicht durch. Und der Granatenwerfer... ja. Müsste dann dementsprechend dran glauben. Die Pistole habe ich gesehen. Aber die Desert Eagle ist durchaus brauchbar. Denn sie schafft einen One-Hit. Aber dafür sollte ich vielleicht auch mal treffen. Okay. Getroffen, getroffen. Getroffen. 6 Schuss noch. Unten ist noch einer. Elena ist weiterhin unter uns. Verdammt. Den haben wir auch getroffen. Das war wichtig. Gut, von hier kann keiner kommen. Okay, andere Pistole auch in Ordnung. Wesentlich mehr Schuss. Granate. Einmal kurz. Waffenwechsel. Aber so bleiben wir. So verbleiben wir. Wobei die Panzerfaust vielleicht auch nicht das Verkehrteste wäre, wenn jetzt hier tatsächlich gleich noch jede Menge Monster auf uns zukommen. Na, kommt noch ein Kollege von dir? So, und was es mit der Wiedervereinigung auf sich hat, das sehen wir in der nächsten Folge. Ob wir einen unserer Freunde wieder treffen, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, weil Unterstützung wäre bei der Anzahl an Gegnern mit Sicherheit nicht verkehrt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.